Hallo allerseits. Na, sitzt ihr bequem? Dann können wir ja anfangen. Es war einmal ein alter Esel. Der war seinem Herrn davongelaufen, weil der ihm nichts mehr zu fressen geben wollte. Und als nun der Esel so über die Landstraße trottete und nicht wusste, wohin, da traf er drei Leidensgenossen, denen es ganz ähnlich ergangen war. Einen alten Jagdhund, eine alte Katze und einen alten Hahn. Die vier überlegten nun, was zu tun sei. Ich habe eine Idee. Wir gehen nach Bremen und werden Stadtmusikanten. Dann bekommen wir ein Dach über den Kopf und zu essen. Die anderen willigten ein und sie machten sich auf den Weg. Sie konnten aber die Stadt Bremen nicht an einem Tag erreichen und abends kamen sie in einen Wald. Wir sollten hier irgendwo übernachten, sagte der Hund. Und der Hahn flog auf einen Baum und hielt Ausschau. In der Ferne entdeckte er ein Licht. Und als sie weitergingen, standen sie bald vor einer hell erleuchteten Hütte. Die Hütte aber war ein Räuberhaus. Drinnen saßen die Räuber am reich gedeckten Tisch und ließen sich's wohl sein. Den hungrigen Tieren lief das Wasser im Munde zusammen und sie überlegten, wie sie es wohl anstellen müssten, um die Räuber aus der Hütte zu jagen. Und endlich fanden sie ein Mittel. Der Esel musste sich mit den Vorderfüßen auf das Fenster stellen, der Hund auf des Esels Rücken springen, die Katze auf den Hund klettern und der Hahn flatterte der Katze auf den Kopf. Dann fingen sie alle an, Musik zu machen. Der Esel schrie, der Hund bellte, die Katze miaute und der Hahn krähte. Und dann stürzten sie alle durch das Fenster in die Stube hinein, dass die Scheiben knirrten. Die Räuber fuhren bei diesem entsetzlichen Geschrei in die Höhe. Sie dachten, ein Gespenst käme herein. In größter Furcht flohen sie hinaus in den tiefen Wald und ließen sich nie wieder blicken. Die vier Musikanten setzten sich an den Tisch, aßen und tranken, was übrig geblieben war, freuten sich über den Erfolg ihres ersten Konzerts und legten sich schlafen. Es gefiel ihnen so gut in der Hütte, dass sie gar nicht wieder heraus wollten. Und so vergaßen sie ganz, dass sie ja eigentlich auf dem Weg nach Bremen waren. Tja, das war's. Schlaft schön. Ist Kalli. Kalli kann noch nicht schlafen. Heute war ich mit Mami auf dem Markt. Aber da war so ein Gedränge. Kalli konnte gar nichts sehen. Dann sind wir mit dem Bus gefahren. Aber auch im Bus waren viele Leute. Und die Fenster waren viel zu hoch. Kalli konnte wieder gar nichts sehen. Dann war da ein Fest und einer hat Feuer gespuckt.
Viele Leute wollten den Feuerspucker sehen, aber Kali war wieder viel zu klein. Wenn ich größer wäre, größer als alle anderen, wie eine Giraffe, könnte ich sogar den Feuerspucker sehen. Kali will jetzt sofort ganz groß sein. Und schwupps, ist er eine Giraffe. Und stolziert die Straße entlang. Oh, bin ich aber groß. Ob er da auch über den hohen Bauzaun gucken kann? Er kann. Ein Eis! Ein extra riesen Giraffenschlecker-Eis! Alles unecht. Kali Giraffe spaziert weiter. Plötzlich weint da jemand. Mein Kätzchen. Hey, warum weinst du denn? Mein Kätzchen sitzt da im Baum und kommt nicht mehr herunter. Ich bin ja groß genug. Ich kann helfen. Das hat sich Kali Giraffe so einfach gedacht. Die Zweige sind dicht und pieksen. Die Zweige müssen weg. Aber wie? Da hat Kali Giraffe eine Idee. Er knabbert die Zweige einfach weg. Das habe ich mal im Zoo gesehen. Dankeschön, Giraffe. Jetzt kann ich schlafen gehen. Klar, es ist ja schon dunkel. Es ist plötzlich sogar sehr dunkel. Die Straßenlaternen leuchten nicht mehr. Der Strom ist weg. In der ganzen Stadt. Sogar die Ampeln gehen einfach aus. Das gibt's doch nicht. So ein Durcheinander. Kali Giraffe muss unbedingt etwas tun. Sonst gibt's noch einen Unfall. Es müsste jemand den Verkehr regeln. Ich? Aber Giraffen haben doch keine Arme, um den Verkehr zu regeln. Nur Beine, und die brauchen sie zum Stehen. Aber ich habe ja meinen langen Giraffenhals. Und was kann man damit machen? Achtung! Freie Bahn für die große Straße. Achtung! Und jetzt einmal abbiegen, bitteschön. Achtung! Und nun aber die Autos aus der kleinen Straße. Da gehen die Lichter wieder an. Und die Ampeln leuchten auch wieder. Rot, gelb, grün. Und blau und lila und weiß. Das ist doch nicht die Ampel. Das sind die Laternen vom Straßenfest. Hey, da ist ja auch der Feuerspucker. Endlich kann Kali den Feuerspucker sehen. Und er guckt, bis er ganz müde ist. Jetzt will ich gar keine Giraffe mehr sein. Och nö. Schwupps, ist er wieder Kali in seinem Bett. Schlaf schön, Kali. Schnell!